Ich freue mich für diesen einen Moment, wo du Jesus begegnest. Aber mehr als das will ich sehen, wie du 15, 30, 40 Jahre ein Leben lebst, das immer noch begeistert ist von dieser einen Sache, von der du mal geglaubt hast, es sei das Beste auf der Welt. Weil es ist das Beste auf der Welt. Und wenn du das Beste hast, dann ist alles, was du verpasst, maximal gut und im meisten Fall noch nicht mal das. Jana, schön, dass du da bist. Es ist eine Ehre für uns und ich habe gerade dein Buch gelesen, Jung und Gläubig, und bin begeistert von deiner ermutigenden Art, wie du gerade junge Menschen ermutigst und inspirierst. Du hast bereits sehr vieles erlebt in deinem Leben und hast eine kraftvolle Geschichte. Erzähle doch kurz von deiner Reise, von deinem Glauben auch, besonders wie du deinen Glauben im Alltag auch erlebst. Und warum du heute die Person bist, die du bist? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Die Reise meines Glaubens und meines Lebens ist eigentlich eine riesengroße Frage. Also ich bin schon lange unterwegs, würde ich sagen, obwohl ich noch ziemlich jung bin. Meine eigene Geschichte beginnt schon damit, dass ich in einem christlich geprägten Elternhaus aufgewachsen bin. Und ich höre, dass viele Leute, die in christlich geprägten Elternhäusern aufgewachsen sind, sagen, so fast als Entschuldigung, ich habe keine krasse Geschichte, ich habe keine 180-Grad-Wendung gemacht oder so. Wobei ich das als sehr krass empfinde, als einen totalen Segen, dass meine Eltern mir früh gezeigt haben, es gibt mehr, an das es sich zu glauben lohnt. Und so bewusst wahrgenommen, tatsächlich habe ich das zum ersten Mal mit 6 Jahren, ich hatte selbst Krebs. Und meine Mama saß im Zimmer und hat so voll geweint, als die Diagnose kam. Und ich habe dann mich zu meiner Mama umgedreht und mit 6 Jahren gesagt, Mama, wein nicht, Gott schleppt uns da durch. Und das ist natürlich schon geprägt durch das, was ich kannte. Und gleichzeitig eben das Erste, woran ich mich erinnere. Und ich habe das damals nicht bezweifelt. So, wenn Gott uns was aufträgt, dann ist es nicht zu schwer, als dass wir es gemeinsam tragen können. Und natürlich war das ein kindlicher und naiver Glaube. Aber ich glaube, genau zu diesem Glauben sind wir eingeladen, vielleicht sogar aufgefordert, zu diesem kindlich-naiven Glauben. Und dann bin ich irgendwie älter geworden und irgendwann in die 5. Klasse gekommen. Und ich weiß nicht, wie das hier in der Schweiz ist, aber in Deutschland hatte man zumindest damals, ich weiß nicht, vielleicht hat sich das in 2023 auch geändert, hatte man eben eine Klasse, die nannte sich Religion. Und dafür musste man sich eine Bibel kaufen. Und dann habe ich meine erste eigene Bibel bekommen. Das war eine gute Nachricht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also ich glaube ja, dass es Gott gibt. Und wenn es Gott gibt, dann wäre es ja schlau, ihn zu kennen. Na, also es ist immer gut, mit einflussreichen Leuten befreundet zu sein. Und dann habe ich eben angefangen, von ihm zu lesen. Weil wie lernst du jemanden kennen? Ganz natürlich eigentlich, indem du dir Geschichten von ihm anhörst, andere Menschen, was erzählen sie dir? Und ich meine, was anderes ist die Bibel als eigentlich ein Buch voller Geschichten, die von ihm erzählen, dass du Zeit mit ihm verbringst, ihn eben kennenlernst. Und so habe ich ihn kennengelernt und so habe ich ihn lieben gelernt. Und natürlich ist das hier nur ein Abbruch oder so ein kleiner Prozentsatz der Geschichte sozusagen, aber das war so mein Weg mit ihm. Und heute würde ich sagen, ich kann gar nicht anders als zu glauben, weil ich weiß, dass es ihn gibt sozusagen, weil ich so viel mit ihm erlebt habe, weil ich so viel von ihm kenne, so viel von ihm halte, so viel von ihm höre. Und es ist ein Abenteuer. So, die Reise geht nicht nur irgendwie immer auf die höchsten Bergspitzen oder so. Es geht auch durch Täler, es geht auch mal durch irgendwie einen Dschungel, es geht auch mal durch dürre Zeiten. Aber ich wäre mit niemandem lieber auf der Reise unterwegs sozusagen. Und ich könnte mir kein anderes Ziel vorstellen als seins. Ja. Wow. Es ist schon sehr inspirierend, auch wie offen du über das redest, dass du nicht nur immer glaubst und happy bist, sondern auch zweifelst und Gott direkte Fragen stellst. Mhm. Und wie du kurz schon gesagt hast, du hast ja wirklich auch schon schwere Zeiten erlebt, vieles durchgemacht. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben von einem biblischen Prinzip, das dir Trost gibt, Hoffnung gibt, das dir hilft, früher oder heute noch? Mhm. Hast du uns ein Beispiel? Ja, also wenn wir in diesem Bild bleiben von auf einer Reise sein sozusagen, dann gibt es ja immer Weggabelungen. Ne? Es gibt immer die Möglichkeit, nach rechts oder nach links abzubiegen. Es gibt immer die Möglichkeit, auf der Autobahn zu fahren oder auf der Landstraße. Es gibt immer viele Wege, die man potenziell gehen kann. Und ich meine, ich bin jetzt schon lange mit ihm unterwegs und ich habe viele dieser Momente erlebt, wo ich mich hätte gegen ein Leben mit ihm entscheiden können. Ne? Also gerade auch in der Jugend, Partys, Beziehungen, natürlich auch das, was mir damit widerfahren wurde. Ich war nie ein cool Kid, ich war immer eine Außenseiterin. Ne? All diese Sachen, es gibt viele Weggabelungen, auch Momente, wo ich enttäuscht war von Gott, wo ich gesagt habe, so, hä,
Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch geglaubt, ich habe doch vertraut. So, warum bist du nicht gekommen? So, warum ist das nicht so? Warum ist nicht das passiert, von dem ich dachte, das sei das Beste? Und wo ich frustriert war, mit ihm gerungen habe. Und ich hatte das Gefühl, wie an jeder dieser Momente konnte ich mich und kannst du dich und können wir uns entscheiden, wie gehen wir jetzt weiter? Ne? Gehen wir weiter mit ihm oder biegen wir ab? Und ich meine, es gibt viele Geschichten von Leben und von Menschen, die dann abbiegen. Ne? Und glücklicherweise gibt es auch viele Geschichten von Menschen, die wieder zurückkommen. Ne? Also der verlorene Sohn, der wieder zurückkommt. Aber ich glaube, ein großer Punkt, warum ich nicht abgebogen bin, sondern gesagt habe, ich bleibe trotzdem jetzt erst recht und ich will dich doch darin erleben und ich glaube, dass das Wahrheit ist, ist, weil ich wirklich schon mit jungen Jahren, ich bin tief überzeugt gewesen, dass was ich habe und wen ich kenne, das Beste ist, was es auf der Welt gibt. Und wenn ich das Beste habe und das Beste kenne, das Beste schon geschmeckt habe, dann ist alles, was ich verpasse, und es stimmt ja, du verpasst ja in deinem Leben als Christ, in deiner Jugend, du verpasst ja Dinge, alles, was es sein kann, ist maximal gut. Ja, es gibt gute Eiscreme, es gibt die beste Eiscreme, es gibt gutes Mittagessen, es gibt das beste Essen von Mama sozusagen. Ne? Und wenn ich das Gute, wenn ich zum Beispiel bin im Restaurant und dann sage ich, ja, willst du was essen? Sag, nein, nein, ich gehe nachher noch nach Hause sozusagen. Ich verpasse das Gute, aber ich weiß, ich habe das Beste. Und wenn wir ganz ehrlich sind und uns dieses angucken, was wir verpassen, dann ist das meiste davon ja zerstörerisch. Das meiste davon hinterlässt dich ja leerer, als du gekommen bist. Und eigentlich hast du dich ja versucht, damit zu füttern, weil du schon hungrig warst. Ne? Und das ist, glaube ich, das, wo ich mich wirklich immer wieder erinnert habe. So, auch wenn ich jetzt gerade nicht sehe, Herr, wie du das wirken willst, den eigenen Weg, den ich gehen könnte, ich weiß, dass er nicht erfüllt. Ich weiß, dass er leer lässt. Und deswegen, eigentlich habe ich so ein jetzt erst recht und trotzdem. Und ich bleibe dabei, Glauben entwickelt, der sich entschieden hat. Und das ist auch wirklich für mich ein Schlüssel. Glaube ist nicht immer ein Gefühl. In den allermeisten Zeitpunkten ist Glaube kein Gefühl. Glaube ist nicht dieser Hoch von einem Festival. Glaube ist nicht dieser eine Moment von, ich nehme Jesus in meinem Leben an. So, Glaube ist der ganze Weg. Ich sage immer zum Beispiel, ich tanze super gern auf deiner Hochzeit. Ich freue mich. Ne? Aber viel mehr als das will ich sehen, wie du 5, 10, 20, 30 Jahre Ehe lebst. Ich freue mich für diesen einen Moment, wenn du Jesus begegnest, aber mehr als das will ich sehen, wie du 5, 10, 30, 40 Jahre ein Leben lebst, das immer noch begeistert ist von dieser einen Sache, von der du mal geglaubt hast, es sei das Beste auf der Welt, weil es ist das Beste auf der Welt. Und wenn du das Beste hast, dann ist alles, was du verpasst, maximal gut und im meisten Fall noch nicht mal das. Also du sagst eigentlich, dass der Glaube wirklich eine Entscheidung ist und die hast du gefällt für dich. Dein Leben ist mit Gott. Und das hilft dir, ganz viele Weggabelungen einfach zu entscheiden. Hier gehe ich durch, auch wenn das im ersten Moment vielleicht besser tönt. Ich gehe trotzdem hier durch. Wie bist du dann mit Gott unterwegs, dass du weißt, ich gehe hier? Also ich weiß, du hast Ärztin studiert und ich weiß, du hast das entschieden für dich, weil du auch gespürt hast, dass Gott dir das gibt, dass du die Intelligenz hast und einfach dies kannst. Und trotzdem ist das eine harte Zeit gewesen, in der du unterwegs warst, in der du dich entschieden hast und auch nicht aufgegeben hast, obwohl du gemerkt hast, es kostet dich ganz viel. Mhm. Wie bist du so mit Gott unterwegs, dass du spürst, ja, ich gehe diesen Weg, ich mache das, ich höre Gott, ich bin unterwegs mit ihm. Wie machst du das praktisch? Also ich glaube, das ist gerade vielleicht so eine Krankheit unserer Generation, wenn wir glauben, dass etwas auf unserem Leben liegt oder wir haben sogar ein prophetisches Wort oder wir haben eine Vision, dann fehlt uns irgendwie ein bisschen dieses Verständnis dafür, dass das Ganze ein Weg ist. Ne? Und das ist ein höchst biblisches Prinzip. Also wenn du kannst ja jede Glaubensheldensgeschichte anschauen, da liegt ein Ruf auf dem Leben von jemandem, aber das passiert morgen nicht. Dahinter liegt eine Zeit des Wartens und nicht nur die Zeit des Wartens, sondern der aktiven Vorbereitung, weil es ja sein kann, dass für das, was du tun sollst, du einen Charakter brauchst, der das überhaupt tragen kann. Ne? Und ich sage immer so, der Charakter, der die Bühne tragen kann, wird im Backstage gebaut. Sogar Jesus selbst, ne? Er war 32 Jahre, aber 30 Jahre lang hat er irgendwas anderes gemacht, außer Wunder und Wirken. Könnten wir uns auch sagen, ja, ist ja verschwendete Zeit, er ist ja auf die Welt gekommen und er wusste, was sein Auftrag war.
Nein, aber scheinbar liegt etwas in dieser Zwischenzeit, weil was hat Jesus auch gemacht? Er war mit dem Vater, er hat die Gegenwart gesucht, ne? Und es war nicht umsonst, ne? Es war keine verlorene Zeit. Und ich glaube, dass wir oftmals so denken, okay, das ist auf meinem Leben, also muss ich das jetzt auch heute machen. Und zum Beispiel jetzt mein Medizinstudium, Leute sagen mir, ja, du hättest ja auch was anderes studieren können, irgendwas Leichteres oder sonst was, wenn du doch irgendwie, wenn dein Herz fürs Evangelium schlägt. Und dann sage ich immer, schau mal, wenn ich sage, ich möchte mein Leben im vollzeitlichen Dienst leben, was auch immer das bedeutet, ne? Das sagen Leute so lapidar vor sich hin, ne? Ich möchte in der Kirche arbeiten und sonst was. Und dann sage ich so, aber weißt du, was es kostet? Also was kostet es, ein Leben im vollzeitlichen Dienst zu leben? Was, wie viel an Treue, wie viel an Gehorsam, wie viel an trotzdem, wie viel an und ich gehe die extra Meile. Und wenn ich nicht bereit gewesen wäre, ein Medizinstudium zu machen, sozusagen, was mich diese 6, 7 Jahre das gekostet hat, wie kann ich ein Charakter sein, ein Herz haben, Treue tragen, sozusagen, der das anvertraut werden kann. Also wenn ich, und das ist jetzt natürlich meine Geschichte, wenn ich glaube, Gott hat mich dahin gerufen, dahingestellt, und ich habe das immer eigentlich auch als Charakterschule gesehen, weil ich bin jeden Tag früh aufgestanden, ich musste jeden Tag viel lernen, ich bin die Extrameile gegangen und ich glaube, das hat was in meinem Herzen geformt und mich auch vorbereitet, mit einem Skillset ausgestattet, das ich brauche auch für diesen Dienst. Und diesen Weg, den kann man nicht skippen. Es gibt keinen Shortcut dazu, ne? Und ich glaube, dass viele Menschen etwas sein wollen, ein Name oder eine Größe oder etwas haben wollen, eine Bühne, aber sie sind nicht bereit, es zu werden. Und selbst wenn du Gott gehört hast, sozusagen, ne, ist da immer noch eben ein Weg zu laufen. Und ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich habe auch viele Momente, wo ich sage, so, ich verstehe es überhaupt nicht. Du hast doch eben gesagt, so, du kannst gar nicht anders, ich kann nicht anders, als zu glauben. Und dennoch habe ich Frustmomente, wo ich mir so denke, so, meine Güte, ne? Ich bin schon so lange mit dir unterwegs, kannst du mal bitte diese nächste Tür öffnen, sozusagen, ne? Und trotzdem ist es halt eben dieses auf dem Weg sein und ihm zutrauen, dass er das zur rechten Zeit tut. Und ich sage zum Beispiel manchmal so, wenn du nichts Neues weißt, tu das Letzte, von dem du gehört hast, dass es sein soll. So, ne? Weil ich glaube, dass wenn der Herr was anderes mit dir vorhat, dass er dir das sagt. Und selbst wenn du so im Gehen bist und du bist völlig auf dem falschen Weg, dann glaube ich, hat er die Macht, dich zurückzuholen. Und ich glaube, wir tendieren eher dazu, zu versumpfen in diesem, ja, bis der Herr mich ruft, Ding sozusagen, als auf diesem Weg zu sein. Es gibt ja diesen Spruch, nur ein fahrendes Schiff kann man lenken zum Beispiel. Ja. Oder ich habe das in der Nach-Abi-Zeit, ich meine, das ist schon lange her bei mir, aber viele Leute haben so sich ein Jahr genommen oder ein halbes, um herauszufinden, wer sie sind. Ja? Und da habe ich immer das Beispiel gemacht, stell dir vor, du möchtest herausfinden, wer du bist und was deine Interessen sind. Ja, und jetzt nimmst du dir ein halbes Jahr Zeit und jetzt sitzt du auf deinem Bett in deinem Kinderzimmer und überlegst dir, kann ich Basketball spielen oder möchte ich Basketball, macht mir das Spaß, ja? Dann kannst du da sitzen und du kannst fasten und beten und harren und die Bibel lesen und fragen, ne? Du wirst es nicht herausfinden. Das ist ein total praktisches Beispiel. Du musst dir einen Ball nehmen, auf den Platz gehen, ein bisschen dribbeln, feststellen, dass du entweder talentiert bist oder nicht, keine Ahnung, ob es dir Spaß macht oder nicht, dass du da rein investieren willst oder nicht und dann auch merken, boah, um so zu werden wie die das seit Jahren machen, muss ich vielleicht auch investieren? Muss ich hier jeden Tag oder jeden zweiten Tag hinkommen? Muss ich trainieren? Und ich glaube, das ist eigentlich so dieses Prinzip von auch Try and Error, von Ausprobieren, von auch Zutrauen, dass der Vater auch dir wünscht, dass du Freude hast sozusagen. Und du musst auf dem Weg sein, damit du überhaupt folgen kannst. Ne? Also das Auto fährt nicht von selbst, selbst wenn es Navigation hat. Du musst fahren und dann kannst du auch einem Weg folgen, der dich zum Ziel führt. Mhm. So schön hast du den TBN Deutsch Kanal eingeschaltet. Wir beten, dass dich dieses Video ermutigen durfte und dir Gottes Liebe zeigen konnte. Lass uns in den Kommentaren wissen, was dich ermutigt hat und abonniere unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst.